Moin Leute, herzlich willkommen zu den LOL News. Mein Name ist Basti, ich bin zurück aus meinem Urlaub und wie immer starten wir sofort rein in die erste News. Und dort schauen wir tatsächlich mal wieder nach Nordamerika. Die LCS hatte nämlich ihr großes Finale, beziehungsweise erst auch das Lower Bracket Finale und das war wirklich ziemlich awesome. Ja, EG, also die Evil Geniuses, haben gegen Team Liquid gespielt, das Team, wo unter anderem auch Hans Sammer und Vibo spielen. Und das Ganze war wirklich eine unfassbar interessante Series. Ja, das erste Game ist damit gestartet, dass Team Liquid eigentlich relativ gut im Game war, ziemlich viele Drakes hatten, das Ganze aber noch relativ ausgeglichen war. Dann aber der Nash gestartet wurde. Santorius wollte das Ding smiten. Sein Smite war auch eigentlich clean. Aber der Baron hat sich gedacht, nee, in letzter Sekunde heile ich mich noch irgendwie um 150 HP. Damit war es so gesehen ein Fail-Smite. Danny, also der AD Carry von den Evil Geniuses, hat auf Jinx mit einem Auto-Attack den Baron geklaut, hat damit die Passive getriggert, ist excited geworden und hat legit einen Pentakill gemacht. Also nicht ganz 1v5, aber es war schon ziemlich insane. Er ist einfach erste Nash und dann durch alle Gegner durchrasiert. Diese Situation unfassbar. Der Cast auch vollkommen ausgerastet. Danny damit quasi im Alleingang das erste Spiel gewonnen. Und was soll man sagen? Team Liquid hat sich von dieser Situation in der gesamten Series nicht mehr erholt. Sie wurden 3-0, ja, weggeklatscht, will ich nicht sagen, aber es war schon, also ein 3-0 ist immer eindeutig, die Games, sie konnten teilweise noch gegenhalten, aber am Ende war es eine eindeutige Geschichte. Damit war das Finale zwischen den 100 Thieves, die sich vorher schon qualifiziert hatten, und den Evil Geniuses. Es war aber ähnlich eindeutig, beziehungsweise vermutlich sogar noch eindeutiger. Es war nicht das schnellste Finale in der Geschichte der LCS. Evil Geniuses hat mit 3-0 100 Thieves einfach weggeklatscht und ja, haben sich damit absolut verdient ihren Spot bei der MSI. Ja, der erste aus jeder Region fährt ja immer zum Mid-Season Invitational. Dort sind sie jetzt am Start. Allerdings gab es nicht nur in der LCS, also Nordamerika, Finale, sondern auch in China, also in der LPL. Dort haben RNG und Top Esports gegeneinander gespielt. Das Ganze war auch ziemlich spannend. Wir hatten erst eine sehr dominante Führung von RNG. 2-0 sind die nach vorne gegangen. Im dritten Game hat dann aber sich Jackie Love, der Weltmeister von 2018, damals noch bei IG, einfach gesagt, ja, packen wir mal einen Draven aus. Hat in der 12. Minute auch einen Kill bekommen, damit das Game gesnowballt. Und auch in Game 4 konnte Top Esports zurückschlagen. Damit stand es 2-2. Es gab Silver Scrapes und es kam auf das alles entscheidende fünfte Game an. Aber da hat dann wieder RNG gewonnen, die damit nicht nur die LPL gewonnen haben, sondern auch ihrerseits den Spot zur MSI gelöst. Damit ergeben sich bei der MSI folgende Gruppen. RNG kommt zusammen mit Red Candace, Istanbul Wildcats und PSG Talon, die ja letztes Jahr ziemlich gut aussahen, in Gruppe B. In Gruppe A haben wir den LCK, First Seed, nämlich T1, die nach wie vor unfassbar gut aussahen, zusammen mit DFM, also Detonation Focus Me aus Japan. Ebenfalls in der Gruppe sind Team Ace und sogar Buffalo. Und in Gruppe C, wo nur drei Member sind, da treffen tatsächlich EU und NA aufeinander. Das heißt, sowohl die Evil Geniuses als auch G2 Esports, das Ganze komplettiert von dem guten Team Order aus Ozeanien, ja, bilden sozusagen die Gruppen. Und ich muss sagen, jetzt, also langsam kommt schon der Hype für die MSI. Ich freue mich auf jeden Fall. Damit springen wir von dem einen internationalen Turnier, nämlich dem MSI, zum anderen internationalen Turnier, nämlich den EU Masters, die ja gerade immer noch laufen. Leider haben es aber weder Gamer Legion noch Eintracht Spandau geschafft, aus der Gruppenphase rauszukommen. Vor allem Eintracht Spandau hatte echt noch gute Games, beispielsweise mit einem Sieg gegen Vitality B. Haben auch das letzte Spiel, was sie bei den EU Masters gespielt haben, noch gewonnen. Es hat aber nicht gereicht, um wirklich in den Viertelfinale zu kommen. Die sind jetzt aber tatsächlich genau jetzt schon live. Ich selbst caste quasi in diesem Moment mit KXG das erste Viertelfinalspiel zwischen X7 und LDLC. Die weiteren Viertelfinalspiele werden dann eben morgen, Samstag und Sonntag stattfinden. Am Samstag spielt tatsächlich auch Unicorns of Love, also unser letzter Prime League-Vertreter gegen Carmine Corp, also gegen das Team von Reckless. Das wird absolut spannend und ich bin gehypt, vor allem auf dieses Matchup. Zum Schluss schauen wir nochmal ganz kurz auf die zweite Division der Strauß Prime League. Dort hat es nämlich Kid SC im Duell mit All for One Gaming geschafft, aufzusteigen. Kid SC wird nächste Saison in der zweiten Division der Strauß Prime League spielen. Glückwunsch an der Stelle. Damit war es das aber auch schon wieder mit den LOL News für diese Woche. Schaltet unbedingt jetzt gerade die EU Masters ein. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.